Willkommen zurück beim Männerlords. Wir sind noch im dritten Versuch. Wir haben ja den Kampf gewonnen. Ganz knapp und überhaupt nicht schäbig. Und ja, ihr seht es oben links. Es geht direkt weiter. Ich habe ein bisschen noch gespielt, ein bisschen was upgraded. Irgendwie panisch versucht, noch Money zu machen, also Geld zu machen. Regionsvermögen. Aber halt jetzt nur 67 in der Stadtkammer, weil, oder Schatzkammer, weil die Besteuerung halt so massiv steigt. Ich war bei minus 31 als vorangegangener Monatsmalus. Also kannst du halt nichts machen. Das heißt, wir haben jetzt dieses Problem. Ich habe jetzt ein bisschen Bier gebraut, aber das sind halt 8 Stück oder so, weil ich hier unten Gerste einfach mal qualvoll so eingesetzt habe. Ich denke aber, es wird jetzt tatsächlich das Ende sein. Das heißt, wir werden jetzt bald den vierten Versuch haben. Mal gucken, ob wir den dann noch so raushauen. Ich denke mal, den Anfang haue ich dann einfach weg und schaue mal, wie ich dann die KI abwehren kann. Würde ich dann nochmal zusammenfassen machen. Danach sollten wir es dann geschafft haben. Wenn ich effizienter bin, dann sollte es eigentlich funktionieren. Man muss halt immer die Söldnertruppen haben. Ne? Also man muss halt, das ist die einzige Weise, die ich mir entdecken kann, sich diese Söldner immer anwerben und die Dinger dann weghauen. Und natürlich früher auf das Gefolge gehen und früher auf die Schatzkammer. Aber nochmal, ihr könnt aber auch die Schatzkammer nicht auf dieser Schwierigkeitsstufe so konstant beballern, weil ihr eben so massive Zufriedenheits-Mali bekommt, dass ihr da einfach nicht wirklich gegen vorgehen könnt. Und jetzt wird es wieder selber wahrscheinlich passieren. Ich denke mal, dass es immer diese 10 Einheiten sein werden. Das heißt, man muss viel schneller noch spielen. Das ist auch schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir sind jetzt ja gut dabei, aber das wird jetzt halt tatsächlich alles sein. Ich muss jetzt gleich wieder, wenn es hier oben ist, wieder den Krieg erklären. Und ja, dann müssen wir wieder mal kämpfen. Das wird wahrscheinlich wieder, wie gesagt, diese 10er Armee sein. Und ich hoffe, dass ich dann vielleicht es noch schaffe, diese 2 Söldnertruppen zu holen, wie letztes Mal. Und dass wir dann irgendwie danach durchzergen können. Aber ich befürchte, dass es nicht so sein wird. Ich habe auch versucht, noch irgendwie welche Hofstätten abzugraden, aber es fehlt mir halt einfach das Bier. Das Bier ist halt essentiell, dass wir da irgendwie dieses Positive dazu bekommen. Jetzt haben wir ja Mangel an Unterhaltung dann weg. Aber es ist halt zu spät. Ich habe auch nur 8 Bier und die werden wahrscheinlich auch nicht halten. Ich weiß nicht, wie lange so ein Bier hält. Ich meine, die Waren halten ja schon recht lange. Und da glaube ich jetzt nicht, dass sie jetzt in einem Monat weg sind, aber dass wir halt schon diese 3 Häuser, die wir haben auf Stufe 2, glaube ich, knapp 3 Stück, da werden wir wahrscheinlich pro Monat halt ein Bier haben. Ihr seht schon, 2 sind schon verbraucht worden. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt vorhält. Und deswegen werden wir jetzt hier wieder Resolve the Claim on the Battlefield. Noch einmal, lass mal ticken, damit das auch wirklich effizient ist. So, und dann geht's los. Jetzt haben wir wieder 90 Tage Zeit. Ich habe jetzt auf 20% Steuern gesetzt. Das heißt, unsere Zufriedenheit wird wieder extrem fallen. Ich hoffe, dass die Unterhaltung, jetzt bei 62% sind wir, dass die dann noch runtergehen oder, ja, okay gehen wird. Diesmal kommen sie auch von Süden her, was natürlich problematisch ist. Letztes Mal kamen sie ja schön aus unserem Gebiet. Das war ganz cool eigentlich. Aber diesmal nicht. Doch, auch. Ach so, jetzt wird es noch mehr. Okay, nee, das sind nicht immer die gleichen. Es sind noch mehr geworden. Jetzt haben wir wieder die, das ist die 5er Armee. Wir haben unten nochmal eine 3er Armee. Also es sind schon insgesamt 8 Gruppen, die sie jetzt schon haben. Jetzt schon. Wir könnten natürlich die 5 jetzt irgendwie abfangen. Problem ist halt, ich habe dafür einfach kein Geld. Ich könnte jetzt mit meinem Bogenschützen irgendwie versuchen, hier den Turm da aufzurichten und keine Ahnung, was für Schießmethoden zu machen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Keine Ahnung, ob das funktionieren würde. Ja, ich habe die jetzt hier gerade mal rekrutiert, unsere Truppen, und ziehe die Typen hier hin und her. Ich weiß nicht, was es bringen würde. Ich müsste halt eigentlich eine Söldnertruppe aktivieren. Dann könnten wir die vielleicht umhauen. Problem ist halt, wir haben erstmal nur eine, was auch extrem schlecht ist. Und die kostet 90, ich habe nur 60. Das heißt, wir müssen auf den nächsten Monat warten. Ich kann die jetzt jederzeit absetzen. Das ist ganz cool, das ist ganz verbuggt. Ihr könnt einfach hier Einheit auflösen, dann ziehen die sich wieder zurück. Das heißt, ich kann die jetzt nach hier ganz oben ziehen. Sozusagen. Ich kann jetzt nach hier oben gehen. Die hier hinziehen. Dann werden die mir jetzt konstant hinterherlaufen, wie ihr seht. Und dann kann ich jetzt aber gleich sagen, nope. Ich setze sie wieder ab, also mach die da weg. Dann können die wieder in ihre Arbeit nachgehen. So, jetzt können wir erstmal auch schießen lassen, wenn wir jetzt zum Beispiel wollen. Das wäre jetzt auch gar kein Problem. Ihr seht, die greifen unsere Zivilisten nicht an. Das bedeutet, die laufen hier einfach mit ihren komischen Einheiten jetzt durch unser Gebiet. Die Bogenschützen werden jetzt auf uns zulaufen. Und wir können dann versuchen, die so ein bisschen zu cheesen. Das wäre, glaube ich, auch so die einzige Möglichkeit, die wir haben. Da ja auch nochmal 3 Truppen, denkt dran, hier unten auch noch stehen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Söldner erstmal umhauen könnten, wobei die 115% Effektivität haben, Halleluja, dann könnten wir ja vielleicht noch irgendwas erreichen. Das ist dann natürlich reines Schießen mehr nicht, also brauchen wir nicht drüber zu reden. Ihr seht jetzt, hier kommen die Bogenschützen. Was sind da? Und der läuft ganz gemütlich zwischen den Pfeilhagel. Lalalala. Ach, schönes Wetter heute. Ein bisschen Feierregen dabei. Ich hoffe, wenn wir jetzt so ein bisschen die vielleicht kaputt machen können, wir kriegen ja konstant irgendwie die Leute wieder ersetzt. Das heißt, wir kriegen ja diese, ich sag mal, spawnenden Babys rein. Das heißt, wir können jetzt erstmal ein paar Salven abgeben. Hoffentlich vielleicht 1, 2 killen oder sowas. Wäre natürlich ganz cool. Ihr seht, dann hat man schon, der eine ist gestorben und da kommt wieder der nächste dazu.
Das passt schon mal ganz gut. Die Kriegsbögen müssten wir genug haben. Wir haben auch eine Effizienz von, ja, 114 gehabt zumindest. Jetzt haben wir nur noch von 70. Wie genau das mit der Effizienz so abläuft, weiß man nicht ganz. Aber eigentlich waren es so bei, ja, 70 zu 50 trotzdem besser. Wir sind auch im Wald. Theoretisch müssten wir da Schaden verursachen können. Bisher ist aber noch nichts gefallen. Das ist ein bisschen problematisch. Aber wie gesagt, notfalls einfach direkt hier sagen, ja, Einheit auflösen. Dann gehen die wieder in Attack ins Leben. Solange es mein Gebiet ist, geht das. Außerhalb des Gebiets natürlich nicht. Ja, da habt ihr das, habt ihr diese Möglichkeit nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt erstmal nur diese spawnen Babys gekillt bekommen, sodass die halt jederzeit wieder nachwachsen. Ja, weil das Nachwachsen funktioniert, ja. Das ist unsere einzige Möglichkeit, halt irgendwie hier so ein bisschen Schieß rauszukriegen. Denn sonst schaffen wir es nicht. Dann gucken wir mal, wie das läuft. So, wir haben jetzt ordentlich gezerrt. Ich habe jetzt schon die zweite Söldnerkompanie. Wir können leider keine zwei Söldnerkompanien nehmen, was extrem bitter ist. Sonst hätten wir hier, glaube ich, locker gewonnen. Ich habe die jetzt konstant hier hin und her bewegt. Konstant. Ich hoffe, dass jetzt auch nichts weiteres kommt. Und unsere drei zusätzlichen Söldner greifen jetzt hier das Hauptschlachtfeld an, weil irgendwie, obwohl wir noch 40 Tage hatten, ist die Schlacht jetzt wohl gestartet. Gute ist halt, wir haben schon mal das Gefolge zerstört durch einfach unsere Söldnerkompanien reinordnen. Ihr seht, Zufriedenheit ist natürlich lächerlich. Wir können auch gerade die Zufriedenheit nicht ändern, weil dieser doofe Turm hier gebaut wird. Komplett buggy. Muss dringend geändert werden. Ich kann jetzt hier die Steuern nicht runtersetzen. Das heißt, nächsten Monat werden wir wahrscheinlich nicht mehr so gut drauf sein. Wahrscheinlich viele Familien verlieren und dadurch ist das dann im Endeffekt auch wieder vorbei. Ich würde halt einfach gerne diesen doofen Turm hier abnehmen. Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, und deswegen sind wir jetzt in dieser Situation, was man halt hier in diesem Spiel so gut glitchy machen kann. Nehmt es euch mit, wer jetzt noch hier hinguckt, damit ihr schon mal für sowas eine Übung habt. Ihr könnt konstant die Sachen aufsetzen, also sammeln und wieder abbrechen. Sammeln, abbrechen, sammeln, abbrechen. Wenn die abgebrochen sind, also Zivilisten sind, greifen die Einheiten die nicht an. Das heißt zum Beispiel diese vier hier kann ich jetzt einfach, indem ich hier oben sammeln drücke, einfach komplett aus dem Leben knanüdeln. Unsere Einheiten müssen wir nur aufpassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr guckt, dass eure Leute auch wirklich hier in der Stadt sind und nicht irgendwie noch mitten in diesem Pulk drin, weil sonst werden die einfach zermoscht. Das heißt, wir haben die Bogenschütze schon mal zerstört. Die Briganten sind so gut wie weg. Jetzt müssen wir noch diese zwei blöden Söldner-Infanterien irgendwie zerstören. Das heißt, wir werden wieder unsere Bogenschützen herholen, damit die uns wieder hier nach oben verfolgen. Und hoffen, dass unsere drei Söldner es hier unten gebacken kriegen. Weil sonst ja, gibt es da nicht mehr viel, was wir machen können. Wir haben hier einmal Söldner-Sperrkämpfer, ja, und Söldner-Infanterie. Ja, das Problem ist halt, die haben da 6 Rüstungen. Die haben sogar 8 Rüstungen. Das heißt, unsere Infanterie ist natürlich jetzt nicht unbedingt besser als die. Das ist eher das Gegenteil der Fall. Ja, und wir sammeln uns jetzt wieder. Ihr seht es hier, jetzt müssen wir gucken, dass die halt nicht in Nahkampf gebracht werden. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Genau das, was ich eben meinte. Weil ihr seht, ich habe jetzt schon wieder Einheiten verloren. Gut ist halt, wir haben halt diese nachspawnenden Kinder. Die helfen uns natürlich hier den Vorteil zu halten durch diesen Glitch. Und ja, jetzt greifen wir hier einmal die Bogenschützen an und hoffen einfach aufs Beste. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich die Bogenschützen einfach wieder vertreibe. Ich müsste mir eigentlich ein Gefolge bauen, um die zu verfolgen. Aber ich, ja gut, obwohl, kann ich eigentlich machen. Ein Gefolge kaufen und das dann die Bogenschützen verfolgen lassen. Ach nee, geht ja nicht. Mein Herrenhaus ist ja leider im Bau, also sehr glitchy. Sollte man auf jeden Fall was gegen machen im nächsten Patch, denn das geht nicht, dass ich in diesem Modus dann nicht irgendwas ändern kann. Das ist ziemlich bitter. Ja, und dann werden wir hier, die haben wir 115, wir haben 15% Effektivität. Was natürlich, ja, vergleichsweise sehr niedrig ist. Was wir jetzt machen können, ist natürlich hier ein bisschen flanken. Auf schon mal die eine Armee, damit wir die schon mal platt kriegen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass unser Bogenschützenmiliz hier auch nicht Probleme kriegt. Aber hier ist natürlich super, jetzt können wir auch in diesen Chokepoint die ein bisschen ballern, weil die sind halt noch immer, ja, seht ihr ja, sehr stark. Die Bogenschützen sind eigentlich weg und genauso die Briganten. Aber an sich interessiert uns ja vor allem das hier, ne? Also, dass wir das hier hinkriegen. Alles andere ist uns eigentlich egal. Ja, die Bogenschützen können von denen natürlich jetzt einfach reinballern, wie sie lustig sind. Was natürlich auch sehr ärgerlich ist. Und wir müssen halt diese ganzen Armeen hier auch noch abwehren. Eigentlich müsste ich noch einen Monat haben. Da der Kampf aber einfach unrechtmäßig angefangen hat, können wir da nicht viel gegen machen. Das wird dann schwierig. Also mehr haben wir eigentlich nicht als das hier. Ihr seht auch schon, das sieht nicht so gut aus, weil eben die Bogenschützen konstant ballern können. Gut, die laufen gerade noch so ein bisschen rum. Das ist natürlich sehr schön. Aber die haben natürlich hier zum Beispiel bei denen hier noch 73% Effektivität, wenn wir wesentlich weniger haben. Wobei ich nicht weiß, ob Sperrkämpfe jetzt irgendwie gecountert werden oder sowas dadurch. Das kann ich jetzt nicht sagen. Müssen wir erstmal wieder weglaufen. Ich bin jetzt mal die hier ein bisschen ballern, damit die schon mal gebrochen sind. Und ich hoffe, dass er jetzt auch nicht noch Verstärkung schicken kann. Das ist also, weil die Schlacht jetzt im Gange ist, er wenigstens da jetzt nicht noch Verstärkung zusätzlich schicken kann. Weil wir ja schon so genug Probleme. Hä? Sind die geflohen? Die schon geflohen oder ist da jetzt irgendein Glitch? Ne, die sind geflohen. Jawohl. Vielleicht, weil da kein Gefolge da ist? Okay. Okay, okay. Dann haben wir. Gut, das wird jetzt wohl sich jedes Jahr wiederholen. Ich mach's hier, zeig's dir noch einmal. Danach werde ich natürlich hoffen, irgendwann mal so eine Sphäre erreichen, wo ich dann sagen kann, ich kann das Ganze vielleicht irgendwie anders mal regeln.
als so ein Schieß zu machen. Und ist halt, ihr seht halt die Besteuerung, ne? Und ich habe jetzt dieses Problem mit diesem Gebäude. Ich muss dieses Gebäude jetzt fertig bauen vom nächsten Monat. Sonst haben wir eigentlich schon verloren, dadurch, dass uns die ganze Familien hier abbauen. Was natürlich extrem bitter wäre. Ich bin nur wegen einem Glitch tatsächlich. Ich hätte diesen doofen Turm gar nicht erst anfangen sollen. Ja, die haben schon aufgegeben. Haben wir die Schlacht jetzt nicht einfach gewonnen? Wir sind doch jetzt hier. Ja, jawohl. So, Leute, geht das. So geht Schieß, Leute. Ey, das ist einfach Schieß par excellence. Das heißt, jetzt können wir die einfach auflösen. Brauchen kein Geld mehr für die zu bezahlen. Und ja, die greifen uns ja jetzt auch nicht mehr an. Das heißt, wir lösen hier auch auf. Wir haben gewonnen und haben unsere Stadt nochmal halten können. Jetzt hoffen wir nur, dass wir eben diesen blöden Turm, den ich da in Auftrag gegeben habe. Da sollen ja 10 Leute irgendwie rein. Dann kann man die unter Beschuss nehmen, die Leute. Ich hoffe, dass wir damit vielleicht auch noch ein bisschen schießen können. Aber so reicht es mir eigentlich, dass wir das jetzt schon mal geschafft haben. Das war jetzt circa, wie viele Monate war das? Ich glaube, es war nochmal ein halbes Jahr oder so. Also alle halben Jahr, muss man dann denken, werden wir halt diesen Krieg erklärt bekommen. Alle halbe Jahr, alle 6 Monate. Ah, diesmal hat er keine Besteuerung genommen, oder was? Hä? Das ist halt ein bisschen glitchy. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht kümmern. Ja, ihr seht auch nicht genug Verwaltungsgebäude. Das heißt, das Verwaltungsgebäude zählt jetzt als nicht vorhanden hier. Was halt komplett lost ist. Darf halt nicht sein, sowas. Nur weil hier ein Gebäude gebaut wird, darf nicht einfach sein, ja, jetzt hast du kein Gebäude. Das geht halt gar nicht. Also es geht halt wirklich gar nicht. Müssen wir gucken, dass wir irgendwie hier noch schnell diese Sachen zusammenkriegen, um das aufzubauen. Weil wir brauchen die Schatzkammer. Wenn der nächste Angriff kommt, müssen wir bereit sein. Wir brauchen mehr Regionsvermögen, also konstant weiterverkaufen. Und am besten auch neue Quellen noch vom Verkauf aufsetzen, sodass wir wirklich da auch einen Vorteil erringen. Boah, ist das anstrengend. Ja, dann muss ich nur zuschalten, damit ihr seht, wie viele Leichen bestattet werden müssen. 152. Und das Problem ist, das gibt ja auch nochmal einen verfluchten, Entschuldigung, hätte ich fast ein falsches Wort gesagt, Malus. 152 Leichen müssen bestattet werden. Wir haben ja die gesamte Map jetzt voller Leichen. Das ist der große Nachteil. Ihr seht hier, das war der Clash, wo das Gefolge zerstört wurde. Händler ganz gemütlich, irgendwas läuft hier schief. Aber die müssen jetzt alle beseitigt werden. Ich habe ja auch schon einen Leichenbestatter hier hinten in diesem Leichengruben-Ding drin. Aber das wird, glaube ich, ein bisschen dauern, sage ich mal. Ne? Ihr seht es hier, die werden jetzt ganz viele Leichen beseitigen müssen. Halleluja, 152. Wenn das nachher so einen komischen Buggy-Modifikator von minus 2000 gibt, ihr seht, wie hoch das steigt. Minus 6, ist jetzt schon, minus 8. Das heißt, ich kann jetzt gar nichts dagegen machen. Minus 8, minus 10 und so weiter. Das wird jetzt immer schlimmer. Ist unfassbar. Ich glaube, ich muss jetzt alle Familien darauf setzen, dass sie die Leichen beseitigen. Es ist so ein... Oh, das ist so dumm. Also sorry, das ist wirklich nur dumm. Wie soll ich das denn leisten, bitte, ey? Oh Mann. Ja, ich glaube, wir werden tatsächlich dadurch verlieren. Wir haben jetzt minus 28 Malus. 30, 32. Tickt alle 2 Sekunden 2 hoch. Guckt euch das an. Jetzt haben wir von nicht bestatteten Leichen ein 8er Malus und sind bei 9%. Und werden auch noch besteuert, weil wir können die Steuer nicht ändern. Das heißt, jetzt verlieren wir noch Familien. Es ist nicht dein Ernst, dass ich deswegen jetzt verliere. Aber zumindest die Schatzkammer ist gefüllt. Yay. Oh, wir haben es geschafft, zumindest das Herrenhaus fertig geworden. Was für ein Schwachsinn war das? Sorry, aber das ist echt zu viel. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war auch irgendwie verbuggt von den Zahlen. Es hat irgendwie auch den Turm wieder als Kosten mitgerechnet. Extrem schlimm. Und jetzt endlich die Steuern ausstellen. Ich meine, 189 ist super für den nächsten Angriff. Aber jetzt gerade hätten wir genau das Gegenteil gebraucht. Wir brauchten sowas nicht. Absolut schrecklich. Und wir haben jetzt minus 13. Nicht minus, sondern 13% nur Zufriedenheit. Wegen der Besteuerung nochmal 47. Dann diese blöden bestatteten Leichen. Diese ganzen 100 Leichen sind auf einmal übrigens despawned oder wurden halt von uns weggekehrt. Keine Ahnung, also ja, ein bisschen schwierig, sage ich einfach mal. Kann man ja auch ehrlich einfach sein, dass das ein bisschen komisch ist. Unsere Felder werden jetzt besetzt. Ich habe jetzt hier auf Weizen oben Gerste da. Es sind nur 14%, aber ich habe keine Wahl. Ich brauche Bier, denn die Leute rasten sonst komplett aus. Wir werden jetzt schon wieder nicht genug Unterhaltung haben. Und mit den Prozentsätzen, wir haben schon eine Familie verloren, werden wir extrem Probleme haben. Wir brauchen eher mehr Familien für den nächsten Angriff. Wir haben ja jetzt schon nur 5 Monate, bis dieser nächste Angriff kommt. Ja, einen Monat später, wir haben 3 Familien verloren. Das ist, ach, keine Ahnung, das ist wirklich, also das muss so dringend gefixt werden. Also, dass da Leichen liegen und innerhalb von einem Monat minus 30 an sowas gesetzt wird und diese Baubug hier noch, das ist brutal schlecht einfach, muss man einfach auch ehrlich sagen. Natürlich ist Early Access und so weiter, aber das ist wirklich brutal schlecht. Also, das darf nicht passieren, weil ich jetzt Besteuerung gezwungenermaßen besteuert wurde. Plus 30 von nicht bestatteten Leichen, plus die 8 nochmal von dem letzten Monat nicht bestattete Leichen, plus die 20 vom letzten Monat nochmal für Besteuerung. Es ist nicht normal, also wirklich nicht. Das geht gar nicht, ey. Und die kriegen es auch nicht hin, sich Brennstoff zu holen. Ne? Hier sind 2 Brennstoffstände und die sind ja jetzt wirklich nah dran. Da ist jetzt noch keine große Stadt hier. Die beiden Brennstoffstände haben Holz. Kriegen es nicht hin, sich das zu holen.
Jetzt müssen wir hoffen, dass wir wieder über 50% kommen und schnellstmöglich Familien neu holen, weil sonst... Ja. Schuster-Werkstatt ist jetzt gerade verwaist. Unser Gerber ist verwaist. Also wir kommen da jetzt auch wirklich nicht mehr hinterher. Das ist jetzt in irgendeiner Weise... Ja, wieder gut zu machen. Relativ gut ist, ihr seht, Brot haben wir en masse. Wir haben sau viel Beeren. Das ist auch sehr schön. Wir müssen auch eigentlich unbedingt die Beeren noch sammeln, solange noch die Zeit dafür da ist. Aber das ist natürlich auch leichter gesagt als getan, das ist ja klar. Nehmen wir einmal hier aus dem Bauernhaus das raus und hauen die hier rein. Hä? Okay, ich hab doch gerade eine rausgenommen. Sehr merkwürdig. Ja gut, ich wollte es hardcore, ne? Einen Monat später. Wir regulieren uns gerade wieder so ein bisschen, dass wir mal ab und zu mal über 50% kommen, trotz minus 21. Und den Leichen, die Leichen sind übrigens jetzt seit 3 Monaten dabei, minus 8. Herrlich. Wir haben also noch gar keine Bevölkerung dazu bekommen. Jetzt kommen nochmal 3 Briganten-Armeen. Also auch das wird jetzt immer mehr. Halleluja. Müssen wir wahrscheinlich wieder einen Söldner her rekrutieren, denn in solcher Zeit kann man für was anderes eigentlich nicht ausgeben. Jetzt käme ein Immenreuth raus, wäre hier unten. Dann könnten wir die eigentlich abfangen. Kostet aber halt wieder Geld, ne? Was ich brauche, für wenn der große Angriff kommt. Aber mit 30 Bogenschützen komme ich da nicht hin, sonst sterben halt einfach nur. Das ist das Problem. Müssten wir halt einmal diese Truppe hier holen für 90. Ach, das ist bitter. Was wir natürlich auf keinen Fall zulassen dürfen, ist, dass sie wieder in unser Gebiet kommen, dann wieder diese Leichenkacke dazukommen. Weil sonst sitzt man natürlich bis zur Unkenntlichkeit darum, ist ja klar. So, jetzt haut hier bitte rein und wehe, die verkacken jetzt auch noch. Dann wäre ich wirklich traurig, ey. Okay, nee, das nicht. Ist sofort aufgerieben, alles gut. Dann weg mit euch, tschüss. Ja, hat mich sehr viel gekostet. Was soll ich tun, ne? Wir müssen jetzt schauen, dass wir das finanziell wieder leisten können nachher. Ist allerdings leichter als gesagt, als getan. Ich verkaufe halt Bretter und Stein. Stein haben wir jetzt schon wieder gar nicht mehr. Verkaufen ist alles weg. Und natürlich halt die Bögen, ist klar. Ne? Da müssen wir halt unser Vermögen draus halten. Das ist einfach so. Ihr seht es halt, aktueller Überschuss. Das heißt, wir kriegen jetzt gleich dann wieder ordentlich Asche. Einziger Weg halt wirklich, das Geld zu kriegen. Und wir denken dran, wir müssen ja dann nachher auch eben hier unsere Söldner wieder bezahlen. Das heißt, wir müssen auch wieder die Steuern erhöhen. Irgendwann mal. Leicht. Ja, ein halbes Jahr später sind wir wieder bei demselben Problem. Ich habe die Familie wieder ein bisschen aufgestockt. Wir sind bei 19. Ich glaube, wir waren vorher bei 18. Das heißt, das halbe Jahr habe ich gebraucht, um überhaupt wieder meine Stabilität hier herzustellen. Und ja, auch wieder ein bisschen Vermögen zu kriegen. Ich musste noch meinen Banditenangriff abwehren. Der war dann schon mit 4 Banditen. Muss ich also wieder Söldner kaufen. Ich komme halt nicht dazu, wirklich uns irgendwie ein Gefolge anzusetzen. Halt, weil dieser Malus so massiv ist von der Besteuerung. Das ist wirklich brutal. Und er fängt jetzt wieder an zu claimen. Also wie gesagt, alle halbe Jahr können wir das mit rechnen. Ich werde euch das jetzt nur mal sagen. Ich werde dieses ganze, das Hin und Her, das Schießen, sage ich mal, nicht mehr zeigen. Was ich versuchen will, ist das vielleicht ein bisschen schneller zu brechen. Das heißt, wenn die hier 3 abstellen, ich hoffe, dass es noch immer nur 3 sind, sonst haben wir ein Problem, wenn es immer mehr werden. Und die dann direkt zu töten und mit den Bogenschützen hier oben einfach nur zu kiten, dass wir die ablenken und wir dann hoffentlich hier oben gar keine Probleme bekommen. Diese 5 Armeen, die ja irgendwie komischerweise zum Glück, sagen wir mal, zum Glück, bei uns spawnen, dann gar nicht erst in das Gebiet hier reinkommen, die umhauen und dann wieder einen Sieg kriegen, so wie letztes Mal. Das wäre halt mein Ziel. Ob das klappt, ja, werden wir sehen. Ich habe die gleichen Mittel wie vorher. Ich kann momentan nichts mehr leisten. Ich hatte zum Beispiel auch Tischler jetzt schon gebaut, aber der ist einfach verwaist. Ich weiß nicht, ist halt eine von den Familien, die gegangen sind. Problem ist, was kann ich jetzt machen, dass hier eine Familie einzieht? Nichts. Also ich könnte jetzt hier nicht sagen, komm, wohn da bitte drin und bau mir Schilde. Ich wollte Schilde bauen, um die zu verkaufen, weil ihr seht nämlich das Problem, dass wir unsere Kriegsbögen nicht mehr wegkriegen. Die kaufen die nicht mehr, wegen zu viel Export wahrscheinlich. Finde ich sehr traurig, dass man da überhaupt nichts mehr kriegt. Der Preis auch gedroppt ist, meine ich. Weiß ich aber jetzt nicht genau. Auf jeden Fall aber, dass wir sie nicht mehr wegkriegen. Es ist sehr schade, dass es so einen Mechanismus schon gibt, der aber nicht so, in meinen Augen, so logisch ist, weil was mache ich denn jetzt mit den Bögen? Ich kann ja auch hier, meiner Bogenwerkstatt, auch ein ganz wichtiger Punkt, den sie auch unbedingt bearbeiten müssen, auch nicht sagen, hey, hör auf, Bogen zu produzieren. Mach jetzt mal dein Ding in eine andere Sache. Baue jetzt mir zum Beispiel Speere oder sowas. Oder mach für mich einen Hühner. Oder Gambeson oder sowas. Also, dass wir hier zum Beispiel unsere X-Ausrüstung erhöhen können. Ich habe auch, ihr seht, die Stufe erhöht. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Wir brauchen nämlich jetzt auch mehr, um wieder in die nächste Stufe zu kommen. Also in die Kleinstadt. Wir müssen jetzt zur Großstadt kommen. Und ja, ich habe noch einen Punkt offen. Ich weiß nicht, ob ich Helme nehmen soll, um unsere Milizen zu verbessern. Aber wir werden halt niemals, und das ist auch so eine Sache, ich werde halt niemals genug Milizen haben, um überhaupt eine zweite Armee auszustatten. Wir haben jetzt eine Armee. Ich habe jetzt noch 2 Männer übrig. Könnt ihr hier sehen. Ne, 3 sogar. Hey, wir sind bei 39. Diese 3 Männer bringen mir nichts. Ich brauche mindestens 5, um überhaupt was aufzustellen. Mit den 5 könnte ich vielleicht schon mal ein bisschen schießen hier. Das wäre ja gar nicht schlecht. Aber ich brauche mindestens 5. Das heißt, ich brauche noch viel mehr Typen. Viel mehr Familien. Das hat leichter gesagt, als getan ist. Und ich kann ja auch nichts anderes aufstellen, als wieder Bogenschütze. Weil ich momentan noch für die beiden halt noch genau diese Sachen hier alle bräuchte. Ja, jetzt fängt der damit wieder an. Das geht halt nicht. Ich kann die zwar aufteilen und dann so eine 50-50-Sache machen, aber ist das sinnvoll? Ich weiß es nicht.
Und das ist halt alles, was wir da haben können. Und sonst das Gefolge natürlich. Aber dafür muss ich halt meine gesamte Schatztruhe ausgeben. Und die brauche ich halt, um hier die Söldner zu holen. Es ist, ich sag mal, schwierig. Ich glaube, dass man halt mit niedriger Schwierigkeitsstufe, da hätte man hier oben halt diese ganzen Mali nicht. Ich könnte also konstant durchsteuern. Da hätte man wahrscheinlich statt 7 im vergangenen Monat, und nachher sind es ja auch 31, mal vielleicht die Hälfte oder sowas. Und dann ist das ja einfach. Ne? Da kommt ihr ja so locker durch. Da habt ihr locker, wenn ihr das einigermaßen geschickt mit dem Handel macht. Ihr seht, Regionsvermögen ist super bei uns. Wenn ihr das einigermaßen geschickt damit macht, werdet ihr locker immer 1000 oder sowas haben und könnt euch dann riesen Gefolge aufstellen, das auch nochmal komplett ausrüsten hier mit den Rüstungsverbesserungen. Ich meine, ich habe es auch schlecht gespielt, muss man dazu sagen, ne? Das ist ganz klar. Aber ja, ich glaube, dass wir da einfach jetzt momentan so in so einem Endless-Loop sind. Das Einzige, was wir schaffen müssen, ist immer den Loop ein bisschen weniger drastisch zu machen. Also, dass unsere Zufriedenheit nicht auf 20% fällt, dass nicht Familien weggehen und dass wir so jedes halbe Jahr immer so ein bisschen mehr Bier haben. Ein bisschen mehr Regionsvermögen, ja, Bier ist auch wichtig, weil haben wir noch immer nicht genug. Ein bisschen mehr Regionsvermögen, ein bisschen mehr Gold, also eine Schatzkammer, sodass wir wirklich dann vorankommen und irgendwann sagen können, okay, ja, jetzt können wir Gefolge rekrutieren, weil wenn wir das Gefolge auf 24 schaffen würden, plus halt die Söldner, würden wir die immer wegfegen, denke ich mal. Also, plus schießen natürlich, das ist klar. Leute, weiß ich nicht, ich weiß echt nicht, wie man so viele Leute kriegen soll. Es ist mit dem, was wir hier haben, nicht möglich. Essen ist kein Problem. Ihr seht, Brot ist auch lächerlich viel. Eier auch mittlerweile, da sind wir super dabei. Die Holzsache ist ein absolutes Problem, weil die nie ihre Stände hier wirklich versorgen. Also ich habe hier immer null in diesem Brennholzstand. Dabei habe ich jetzt mittlerweile, wie viele Leute, die dafür verantwortlich sind? 1, 2, da ist keiner drin, 3, 4 Leute, die eigentlich Brennholz bereitstellen sollten. Die sind 40 drin und die tun nichts damit. Also es ist wirklich, ja, ich weiß nicht. Vielleicht soll ich mal hier so einen Anbindeposten einfach mal machen, da ein paar Pferde reinballern und hoffen, dass die Pferde da vielleicht irgendwie was regeln. Können wir auch einfach mal versuchen. Naja, auf jeden Fall werde ich das jetzt machen. Da habe ich jetzt ja lange genug drüber gequatscht. Ich will euch das nicht antun. Ich meine, wenn ihr das unbedingt haben wollt, könnt ihr da mal schreiben. Das wird jetzt jedes halbe Jahr so sein. Das finde ich halt einfach zu langweilig. Ich will das hier schneiden und euch nicht zu Tode langweilen, weil den ganzen Einheitsbrei, wo ihr komplett alles durchgespielt habt, könnt ihr überall anders sehen. Hier soll es ja darum gehen, die Highlights zu sehen in so einem Hardcore-Let's Play. Ich hoffe, dass wir es überleben. Das ist auch mal die Sache. Schaffe ich das? Und dann hoffe ich, dass wir uns langsam so ein bisschen mehr stabilisieren. Aber wenn ich schon dieses Brennholz sehe, wirklich diese Bugs mit diesem Brennholz, das tiltet mich. Das kann ich euch ganz ehrlich sagen. Das tiltet mich mehr als diese Angriffe. Das finde ich irgendwie interessant. Auch cheesy natürlich, aber interessant. Aber dass dieser Stand mit insgesamt 200 Brennholz, ja hier, 188 Brennholz, nicht voll ist. Und dass sie es auch nicht betreiben. Hier sind auch nicht, ich habe auch extra die Ressourcen ausgestellt hier, dass nur das Brennholz als Marktstand wirklich genommen werden kann. Beruhig dich, Omni. Alles gut. Okay, ja, auf jeden Fall, wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns dann beim nächsten Angriff und so. Jo, die Strategie hat funktioniert. Absolut cheesy, aber perfekt. Ich habe mit dem Bogenschützen hier oben abgelenkt, habe die hier oben gerade auch entlassen. Da oben sind sie noch. Gerade entlassen. Die gesamte Armee ist wieder hier rausgekommen. Ist wieder hinter mir hergelaufen. Ihr seht noch hier die Migranten mit unserer Stadt. Dann habe ich die 3 Söldner rekrutiert, also eine Gruppe sogar. Nur das ist sehr gut, weil wenn wir eine schaffen, gewinnen wir Geld. Das ist genau das, was wir brauchen. Wie gesagt, ich halte hier die ganze Zeit mit der Hand so. Ihr müsst euch die Kurve vorstellen. Okay, denkt mit. Wir haben einen Grafen und ich gehe jetzt nach oben mit meiner Hand. Und jedes Mal, wenn ich jetzt so ein bisschen die Steigung erhöhe, dann haben wir ein halbes Jahr vorbei und ein bisschen besser. Dann kommt immer dieses Abflachen und wieder höher. Und so wie so ein, naja, ich will jetzt nicht Neurobiologie anfangen, aber so ein Nervenpuls, ne? Wenn man bei einer synaptischen Verschaltung, ich glaube, ich führe zu weit. Egal. Auf jeden Fall, wenn man ein erregendes postsynaptisches Potenzial erhöht. Ja, und das wäre jetzt genau passiert, denn wir haben nur ein Söldner-Bataillon haben müssen. Das ist sehr gut. Wir haben also nur 90 ausgegeben, haben keine Leichen in unserem Gebiet. Essentiell. Das heißt, im Gegensatz zum letzten Mal haben wir nicht minus 100.000 Zufriedenheit. Und wir haben nur 90 ausgegeben. Dadurch haben wir 90 Gold, sag ich jetzt mal, gewonnen. Und wir haben halt die Zufriedenheit noch hochgehalten. Das ist perfekt. Dass wir können auch weiter besteuern. Extrem wichtig. Plus, wir sollten jetzt bald ja Schilde bauen, wodurch wir dann noch mehr Geld bekommen. Was eben auch exzellent wäre. Die Frage ist noch immer, soll ich hier diese 25 Verhandelsrouten nehmen? Oder soll ich in sauren Apfelbeiß einmal 140 reinvestieren sozusagen? Die Helme brauchen wir halt einfach noch nicht. Weil wir nicht genug Leute haben. Wenn ich 2, 3 Milizen aufstellen könnte, okay, aber selbst das, der hat halt 5 Milizen. Es bringt halt nichts. Das heißt, ich muss ja eh immer Söldner holen. Das ist einfach nicht anders drin. Ich glaube, ich würde sogar den Köder nehmen, weil es mir so auf die Nerven geht mit diesem blöden Brennholz. Oder die Bienenzucht. Ich glaube, ich nehme den Köder. Ich weiß, das ist ein bisschen gierig und Faulheit. Ist irgendwie nicht angebracht für einen Hardcore-Playthrough, aber ist in meinen Augen einfach eine total einfach sinnvolle Sache.
Und das nächste würde ich sonst die Brennholzkarre nämlich nehmen. Und ich denke, so können wir einfach ordentlich Geld oder ich sag mal geistige Ressourcen sparen. Auf jeden Fall uns ein bisschen entspannen und das Ganze ein bisschen entspannter auch annehmen. Denn sonst brauchen wir eigentlich nur Bier, ne? Ich kann übrigens auch, und das ist auch noch eine wichtige Sache, bevor ich das jetzt vergesse, hier sein Gebiet jetzt auch einnehmen wollen. Das Problem ist, dass er natürlich dann auch, wie ich das ja auch kann, dann antworten kann. Und dann wird er natürlich die komplette Armee hier reinschicken. Um das also zu schaffen, brauchen wir massiv viel Geld, komplettes Gefolge und so weiter und so fort. Das heißt, da werden wir noch lange nicht hingehen. Aber die Schießstrategie klappt gut und sie ist auch effizient zu machen. Sehr, sehr gute Sache. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das auch nachspielen wollt, dahin zu gehen. Jetzt versuchen wir eigentlich diese Bevölkerung auf 22 zu cappen und ja, vielleicht auch schon zur kleinen Stadt zu gehen. Ich weiß nicht genau, Kleinstadt, Mittelstadt und Großstadt wahrscheinlich. Das heißt, verführerisch nah sind wir natürlich auch, um das Ganze, ja, dieses Hardcore-Let's Play auch zu gewinnen. Was natürlich auch nicht schlecht wäre. Oh Leute, kannst du noch besser cheesen. Also ich habe jetzt noch ein halbes Jahr später oder sowas. Und diesmal kam keine Ersatzarmee, die irgendwie hier direkt aufs Feld läuft. Ich hatte schon die Söldner bestellt, die direkt hier hingestellt. Und dann habe ich einfach dafür gesorgt, dass die Söldner, die hier angreifen, also Rechtsklick, wirklich nur Rechtsklick gemacht. Und dadurch wurde die Schlacht getriggert, obwohl ich ja alleine hier in diesem Schlachtfeld, was ja immer das gleiche Schlachtfeld hier ist, stehe. Und dadurch war die Schlacht sofort ein Sieg. Das heißt, ich brauchte gar nichts zu verschwenden. Ja, doch wohl. Natürlich muss ich wieder eine Söldnerarmee holen. Ihr seht, das Geld wächst jetzt auch nicht gigantisch. Ich habe aber immerhin 2 von 24 Gefolge und wir sind bei 26 Familien. Und da sind wir da schon mal besser aufgestellt. Die Kurve geht also höher, das ist alles gut. Aber man kann es halt wirklich komplett schießen, dass man da überhaupt gar nicht gegen die kämpfen muss. Es geht natürlich auch nicht. Ne? Die haben ja auch einen Patch angekündigt, kann ich schon mal sagen, dass das halt auch die langsam irgendwie Gebiete einnehmen sollen. Ich glaube nicht, dass sie wirklich weniger Armee haben momentan, aber das hier ist ja auch momentan nicht besiegbar in meinen Augen. Außer man hätte halt viel schneller noch Bevölkerung gepusht, aber es ist halt auch nicht so einfach, Bevölkerung zu pushen. Und mit 26 Familien, wir haben jetzt 52 Männer. Das heißt, wir können jetzt noch eine Armee von 16 haben. Also für 36 Bogenschützen und nochmal 16, sag ich jetzt mal, Speerkämpfer oder sowas. Das wird halt nicht reichen, um das hier zu besiegen. Und erfahrungsgemäß ist das ja nur die Hälfte der Armee, wie wir in unserer riesigen, gigantischen Schlacht der letzten Folge ja auf jeden Fall gemerkt haben. Ah ja, und noch eine Kleinigkeit. Ich habe jetzt beim Handelsposten einfach mal so ein Ritual eingebaut, dass immer wenn hier, wie jetzt zum Beispiel, diese Überangebot dann da ist, einfach rausmachen, 2 Monate oder so, ist das wieder weg. Dann kann man erstmal wieder ordentlich Geld rauspumpen. Deswegen sind wir auch bei 1100 Regionsvermögen, wie ihr sehen könnt. Brauche ich noch eine Alternative zum Verkaufen, sage ich ehrlich. Aber momentan passt das. Ne? Ich hätte vielleicht doch die Helme, aber 6 ist halt auch irgendwie lame. Ne? Ja, und Sperre und so, das wäre alles eine Sache. Nur das Problem ist halt, wir haben so eine endliche Ressource. Wir haben 38 Erz noch. Ich habe ja den Rest alles eingelagert. Da könnt ihr hier oben gucken. 48 Eisenbahner. Kann ich halt 48 Sperre mitmachen. Die kann ich ja nicht verkaufen. Das heißt, die wären ja nur für meine Truppen. Deswegen behalte ich mich. Ja gut, wir haben noch 75 Eisenerz. Also insgesamt könnte man natürlich mehr machen. Ihr versteht schon mal, aber hoffentlich, was ich meine. Ich kann die nicht verkaufen, weil ich halt nicht mehr bekomme, bis ich halt hier mein Gebiet angenommen habe. Das ist ja mein Ziel, dass ich einfach ihnen hier den Krieg erkläre. Aber ich befürchte, dass dann die 10er-Armee direkt kommt. Denn ich glaube nicht, dass wir da nochmal diesen Schieß hier machen können. Das heißt, da müssen wir sowas von vorbereitet sein und sowas von eine krasse Söldnerherde haben. Und ihr seht es, manchmal hat man gar keine. Und dann kann man da nicht viel machen. Der Mangel an Unterhaltung wird übrigens immer schlimmer. Ich produziere ja Bier, aber ich habe 24 Bier gehabt letztens. Die sind innerhalb von einem Monat weg. Das ist komplett lächerlich. Das ist wirklich... Oh, shit. Oh nein, das habe ich auch so gesehen, die Söldner noch angehabt. Oh nein, das ist natürlich jetzt kompletter Müll, ey. Ah, nein, jetzt habe ich die bezahlen müssen. Das ist natürlich jetzt einfach nur dumm gewesen. Das wird immer nachlässig. Wird niemals nachlässig werden. Vor allem nicht bei so einem Spiel, das wirklich immer so ein bisschen on the edge ist. Weil man halt jederzeit wirklich umfallen kann. Da sieht man, 24 Mangel an Unterhaltung. Das wird immer mehr. Und wie gesagt, ich hatte 30, 40 Bier. Das sind halt von einem Monat weggesoffen worden. Ich weiß nicht, wie man das irgendwie dann beibehalten soll. Ich habe jetzt hier noch mehr Felder. Das sind jetzt 3 Felder, die jetzt Gerste ansetzen. Mit niedrigster Prozentzahl, weil mehr habe ich ja nicht. 18 und 17 ist das meiste, was ich habe. Hier ist sogar 0%. Das war eigentlich mal bei, glaube ich, auch 17 oder sowas. Ja, keine Ahnung. Also diese Fruchtbarkeiten sind ein bisschen gesprungen. Das war auch bei 38 mal letztes Jahr. Ja, ein bisschen sehr seltsam, aber gut, auf jeden Fall schwierig, würde ich sagen. Also wirklich schwierig, das war auch nicht bei 21. Ja, dann müssen wir halt immer diesen Fruchtwechsel machen, damit das ein bisschen besser wird. Aber naja, wirklich besser ist es nicht. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Ist hart und ihr seht auch immer, die Zufriedenheit geht halt durch diese mangelnde Unterhaltung und die Besteuerung halt so konstant hoch und runter. Muss immer manchmal so 3, 4 Monate ohne Besteuerung haben. Und ich habe ja, wie gesagt, jetzt so circa ein Jahr, da sind nicht ein bisschen mehr als 6 Monate gewesen, ich glaube, waren doch 8 oder 10 Monate, bis der nächste Angriff kommt. Und es kommen ja auch noch immer Banditen, die muss ich auch noch bezahlen. Da muss ich immer einen Söldner herholen.
weil ich vier Gruppen Banditen nicht mit einer Gruppe Bogenschützen besiegen kann. Der Turm, den ich hier gebaut habe, der ist komplett Schwachsinn, ist auch offensichtlich verbuggt oder nicht existent. Der kostet, möchte ich nur mal erwähnen, 10, na gut, 10 Holz, 5 Steine, sah mehr aus. Aber trotzdem, den bezahlt man dann und kriegt gar nichts. Ich sehe hier keine Möglichkeit, hier was zu garnisonieren oder sowas. Keine Ahnung. Also du hast den einfach, aber es bringt halt nichts. Ne? Es ist überhaupt nicht vorhanden. Also es ist auch noch gar nicht im Spiel drin. So, einmal zum Abschluss der Folge würde ich noch gern zeigen, wie man diesen Cheese macht, den ich eben meinte. Also sind ein Jahr später wieder, ihr kennt das Prinzip. Ich habe mich deutlich verbessert, ihr könnt es unten sehen. Wir haben auch eine zweite Armee, Fußsoldatenmiliz mit Seitenwaffen, also Äxten, sage ich jetzt einfach mal. Und Gefolge sind wir bei 8 von 24, immerhin. Wir müssen ja immer noch Banditen abwehren, das sind auch jeweils immer eine Söldnerarmee. Das heißt, wir bezahlen immer so 200 pro Jahr zusätzlich noch für die Banditenangriffe, dann halt 200 für die, oder 100 sind es ja jetzt nur noch für die Milizen. Ja, und die kosten ja jeweils 50 hier. Deswegen ist das ein ganz guter Schnitt, würde ich sagen, für ein Jahr. Dass wir da jetzt mittlerweile 6 hatten, das sind 300 nochmal extra. Das heißt, pro Jahr kriegen wir Pi mal Daumen, sagen wir einfach mal 500, 600 dazu. Plus, dass wir jetzt sogar noch was übrig haben. Das ist nicht schlecht. Aber jetzt gucken wir mal, ob das klappt. Also, ich würde jetzt hier stürmen und jetzt beginnt die Schlacht. Jetzt müssen wir gucken, dass die Schlacht genau hier unten ist. Ihr seht, das Wichtige ist, die Schlacht muss jetzt hier unten bleiben. Das heißt, wir können jetzt unsere Bogenschützen eigentlich zurückschicken. Ganz weit weg. Lassen wir die jetzt nach hinten laufen. Und jetzt müssten wir eigentlich gewonnen haben, weil die Schlacht, die sind ja nicht im Schlachtfeld drin. Also müssten wir eigentlich einen Sieg sofort haben. Ja, außer die kommen jetzt irgendwie mit ihrem Bogenschützen an. Warum denn das? Das ist aber gemein. Warum macht ihr das denn jetzt? Und vielleicht hat die KI ein bisschen dazugelernt. So. Jetzt hat sich die Schlacht tatsächlich verschoben. Das verstehe ich nicht. Hat er eben noch nicht gemacht. Kann die Einheit auflösen. So. Haben wir einiges verloren. Ich hoffe, das waren wieder nur die Nebendarsteller. Das ist noch immer. Nee, das klappt diesmal nicht so, wie ich das will. Das verstehe ich nicht. Na gut, dann können wir aber nochmal einen kleinen Kampf sehen. Das ist komisch, dass das eben so geklappt hat, ohne Probleme. Und jetzt auf einmal so ein Generve wird. Trotzdem glaube ich, dass unsere Söldner das erstmal relativ gut halten könnten. Und hier ist ein sehr großer Moshpit, ne? Ihr lauft hier unten bitte hin. Bei unserer Gefolge nehme ich auf keinen Fall. Ich habe keinen Bock, dass die jetzt da irgendwie sterben oder so. Jetzt müssen wir das Gefolge angreifen. Gucken, dass wir das irgendwie gebacken kriegen. Zurückziehen, zurückziehen. Nicht so gut. Das ist sehr schlecht. Und dann haben die sich zurückgezogen, was sehr unglücklich ist. Oh, die Gefolge kriegen wir aber kaputt. Oder mit den Seiten offen, jawohl. Zack, zack, zack. Und dann direkt weiter. Auch wenn es das natürlich jetzt sehr viel Armee kostet, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber wir sollten es trotzdem gewinnen. Das ist natürlich jetzt wesentlich umständlicher, als ich jetzt gehofft hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt haben wir die Schlacht gewonnen. Okay, das war sehr nervig, muss ich ganz offen sagen. Habe ich nicht so viel Spaß dran gehabt, denn das habe ich mir eigentlich wesentlich besser vorgestellt. Sehr, sehr ärgerlich. Aber gut, zum Ende dann doch nochmal spannend geworden, weil wenn das jetzt schief gegangen wäre, sehr unglücklich. Und wir haben schon wieder Leichen. Ihr wisst, was das bedeutet. Jetzt haben wir erstmal wieder 6 Wochen lang Probleme mit schlechter Moral. Und wichtig ist, wir verlieren natürlich die Waffen. Ne? Also diese Waffen sind sehr teuer. Ich habe auch extra die Schmiede jetzt eigentlich zerstört, weil wir halt nicht so viel von diesem Zeug haben. Ihr seht, wir haben nur noch 4 Eisenbarren. Ich kann ja den Rennofen natürlich wieder laufen lassen nachher, wenn die Leichen dann weg sind. Aber ja, wieso hast du denn Obdachlosigkeit? Wir sind 31 Familien. Wo kommen die denn aber her? Hä? Okay, wir haben sogar mehr, als ich dachte. Ich habe auch eigentlich gar nicht mehr drauf gespielt, dass es voll wurde. Aber gut, kann ich mit leben. Ne? So ist das nicht. Die könnten jetzt mal bitte die Waren hier wegnehmen, damit wir das mal bauen können. Das ist so nervig mit diesen blöden Waren. Ne? Ja, tu sie weg. Naja, was ich sagen wollte, ich habe jetzt mal gerade gebaut. Das Problem ist halt, wir haben halt nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Form diese Produktion anzuhalten. Und ich wollte eigentlich nicht das ganze Eisen verbraten, damit wir vielleicht mal was anderes mit dem Eisen machen können, wie Helme bauen oder so. Ist aber einfach nicht möglich. Und ja, deswegen haben wir das Problem, dass wir jetzt diese Hütte wieder aufbauen müssen, damit wir nachher unsere ganzen, jetzt gehen wir weg da, unsere ganzen Seitenwaffen bauen. Die kosten 2 Eisenerz oder 2 Eisenbarren. Das ist schon ziemlich teuer. Deswegen wir halt, ihr seht, nicht unendlich davon haben können. Allerdings liegt das jetzt eher daran an der Bevölkerung. Ich glaube sogar, dass man von den Leichen, also so wirkt es zumindest, dass man von den Leichen sogar die Waffen wieder aufheben kann. Was natürlich eine ganz interessante Sache ist. Ihr seht hier übrigens, kleine Schilde kann ich momentan gar nicht verkaufen. Ich habe viel zu viel von dem Zeug. Also ist schon sehr brutal. Ich sollte vielleicht wirklich auch große Schilde bald mal öffnen und dann einfach mal hin und her switchen, damit das einigermaßen funktioniert. Das kann man nämlich machen, indem man hier tatsächlich, das ist auch möglich, das finde ich auch gut und auch wichtig, dass das nicht komplett verbuggt ist, weil hier kann man es ja zum Beispiel gar nichts sehen bei den Bögen. Man kann halt bei den, da ist die Tischlerei, kann man halt wirklich auch auswählen, welche Sachen man gerade haben will. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, bau mir bitte aus Brettern, auch wenn wir kaum Bretter haben. Bau mir große Schilde, dann können wir nämlich so switchen
und können dann die Route da nochmal freischalten. So, Leichen sind weg. Das heißt auch immer, da muss man wohl sehr gruben. Ihr seht hier, ich habe die hier nach hier hinten verfrachtet, weil wir einfach keine Bäume mehr hatten. Hier sind auch nicht mehr gerade viel. Es geht relativ schnell. Aber da können wir dann jetzt einmal umstellen. Dann werden wir uns die Route auch noch kaufen, auch wenn das wieder teuer ist. Aber eigentlich haben wir da die Penunze. Von daher nehmen wir uns hier für 170 die große auch noch. Dann haben wir, ihr seht, der 1000 haben wir noch immer. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, große Schilder jetzt auch noch zu exportieren. Und dass wir dann da will ich auch keinen Überschuss haben, dann nochmal ein bisschen Reibach machen können, hoffe ich. Ja, und dann wäre das eigentlich die, ich glaube, die nächste Folge wird dann die letzte sein. Also außer da kommt jetzt noch irgendeine Überraschung, glaube ich, vom Early Access her, dass eigentlich alles ist. Das heißt, da seht ihr auch nochmal die Banditenhorden. Ja, ist nicht viel dran zu tun, außer wir gehen hier drauf, gehen einmal Söldnerkompanie holen, die gerade nicht da ist. Was sehr ärgerlich ist, weil 4 Banditenhorden sind verdammt viel. Damit können wir eigentlich jetzt das auch nochmal machen und uns diese Armee dann mal anschauen. Wir dürfen nicht das Gefolge nehmen, das kostet 50 pro Person. Das können wir uns einfach für gute Sache nicht leisten. Das heißt, wir werden hier mit dieser kleinen Mini-Armee also diese Banditen erwarten. Naja, solange die so einzeln reindruppeln, können wir das tatsächlich noch zur letzten Folge mitnehmen. Das ist ja kein Problem. Ja, obwohl jetzt wird es ein bisschen kritischer. Ihr schießt bitte auf die. Jetzt werden wir wahrscheinlich mit unseren Bogenschützen weglaufen müssen. Jawohl, war nervig. Also Seitenwaffen müssten die eigentlich relativ gut kaputt kriegen. Die sind nicht recht stark. Lass die hinter den Bogenschützen herlaufen, einfach kiten. Das kennt man ja aus allen gängigen MMO-RPGs oder sowas. Und dann jagen wir die nächste Geschichte hier durch. Und ist, wie gesagt, dieser Turm da hinten bringt gar nichts. Also brauchen wir da jetzt gar nicht drauf zu hoffen, dass der uns irgendwie hilft. Wir gehen uns jetzt sonst mal in die Stadt, ist auch nicht schlecht. Und dann wird die KI auch recht gut verwirrt. Also wir können uns einfach hier reinstellen und dann schießen wir wieder drauf. Gehen jetzt dahinter. Und machen die platt. Werden natürlich leider wieder Verluste haben. Wie gesagt, das ist nicht zu vermeiden. Dafür ist es einfach zu nervig tatsächlich. Was macht die da mehr? Achso, die sind hier irgendwie noch am Durchlaufen. Wahrscheinlich waren das irgendwie die Ersatzarmee, die eben noch da durchkommen sollte. Und dann müssen wir die jetzt von hinten schießen. Problematisch natürlich, dass wir jetzt so viele Einheiten wieder verlieren. Aber ja, was sollen wir da machen? So, dann haben wir gewonnen und können die abschicken. Dann kriegen wir wieder viel Einfluss. Und das hilft uns dann wieder, neue Gebiete zu erobern, wenn wir dann jemals so weit sind, das mal zu tun. Die hätten uns vielleicht sogar geholfen, hätten die Banditen sogar umgebracht, wäre auch nicht schlecht gewesen. Wie gesagt, jetzt seht ihr, wir haben die Seitenwaffen wieder verloren, das heißt, wir müssen die eigentlich natürlich tatsächlich irgendwie reproduzieren. Ist aber scheiße teuer, um ehrlich zu sein. Also wenn wir jetzt wieder upgraden, dann müssen wir dann wieder da diese blöde Schmiede bauen, das ist nicht das Problem, aber wir haben einfach das Eisenerz nicht, ne? Wir haben hier nicht genug Eisenerz, um das langfristig am Leben zu erhalten, die ganze Geschichte. Das ist sehr komisch irgendwie geregelt, weil ich komme ja nicht an ein anderes Vorkommen. Ich habe hier noch ganze 38, die ich nur abbauen kann. Und das wäre es dann auch gewesen. Danach habe ich einfach nichts mehr. Und dann müssen wir halt irgendwie... Ach ja, so wir Leichen. Ach ja, stimmt ja natürlich. Egal, gut. Soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich denke, die nächste Folge wird die letzte sein, weil dann werde ich einfach nur noch jedes Jahr dieselbe Sache machen. Das wird sich jetzt immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und versuche jetzt zur großen Stadt durchzukommen, um zu sagen, ja, wir können Hardcore Mannerlords auch bis zur großen Stadt durchspielen. Und wenn nicht, kann ich nochmal sagen, zeigen, wie wir dann gestorben sind. Aber ihr seht momentan unser Einkommen hier. Das ist super. Bier wächst auch langsam. Das sollte also funktionieren. Naja, bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich letzte Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.